The Camargue. It will forever be a very special place for us. Namely, the place where our adventure began. And we are very happy that we can take you with us on this crazy journey, of which we don't know yet where it will lead us. We have looked at hundreds of sailboats on the internet, but only one in real life, and that was this one, our Midnight Sun. 11 meters 50 long, 3.85 meters wide, and 33 years old. She crossed the Atlantic already several times. She knows the way, Jörg said during the handover. And that's a good thing, because we ourselves only know part of the way so far. The Canary Islands, Madeira, Morocco, and the Strait of Gibraltar. That's where, in that order, we sailed with Steffen on the Celinaris in 2019. Das sind alles andere Boote, die hier gerade diese ins Mittelmeer rein und die hier oben aus dem Mittelmeer rausfahren. Und das hier ist die Straße von Gibraltar. Hier haben wir Tarifa, spanisch, südlichste Stadt Europas. Und hier haben wir Gibraltar, der Affenfelsen. Ja, das ist das Nadelöhr. Alles, was ins Mittelmeer rein und raus geht, was nicht durch den Suezkanal fährt, muss hier durch. Deshalb ist hier immer eine ganze Menge Traffic. And there was also a lot of wind and waves. Conditions you might not expect when you are sailing somewhere for the first time via findacrew.net. But we loved it, from the very first day, both the storm and the calm, and the dark blue of the water, while swimming in a thousands of meters deep ocean. All alone out on the ocean, you feel very small and very free. And with a little courage, you can dive into the several thousand meters deep blue. Don't worry, dear mothers. There was always at least one of us on the boat, and we dragged a long line with a fender behind us, so it was quite easy to get back to the bathing platform. We learned a lot from Steffen, and while sailing with him on the Celinaris, we made the decision that one day we would also like to have a sailboat of our own. Steffen had also come here to France with the Celinaris. During our boat work, she was taken over by his brother, and the plan was that we would now follow them with our Midnight Sun. Okay. Dann bauen wir jetzt einen Zeber und dann wischen wir das hier einfach trocken und dann ist gut.
After log and sound, the boat's speed and depth sensors, the engine coolant was next on our checklist before the big crossing. Ja, ganz klein wenig Übermax. Aber er zieht. Sieht schon viel besser aus hier, guck. You can perfectly see it in my face. We really had no idea about engines. Im Vergleich zum Anfang. Kannst auf jeden Fall gucken, dass das wird heller. Heller und eher rosa lichtiert, ne? So, und wir werden jetzt hier warmes Wasser auch auf dem da unten, da ist warmes. The newly installed boiler should now also receive warm water via the cooling circuit of the engine. Ich hab schon gefühlt eben. Ist ein deutlicher Unterschied jetzt. Ist warm. Ja. Was hast du gemacht? Ich habe den Windmesser vom Mast runtergeholt und vorher nochmal den Palstick geübt. Zeig mal den Windmesser. Das ist das mit den Schäufelchen, oder? Genau, da ist einer abgebrochen und den ersetzen wir jetzt hier durch ein schönes Ersatzteil. Oh jo, sieht man auch, ne? Weg ist es, das hat man sogar von unten gesehen. Und dann musst du wieder hoch und es festmachen. Ja, erstmal schrauben wir es zusammen, ne? Genau, wir lassen die alte. Die Schräufchen sind ganz schön klein. Alte dran. Deswegen schrauben wir unten, ne? Deshalb haben wir es runtergemacht, weil diese Schräufchen hier oben in der Mastspitze wären schon ein bisschen tricky, die runterzuschmeißen. Jo, die sehen mini aus. Und ein so ein Windmesser kostet, glaube ich, irgendwie 800 Euro. Ernsthaft? Mit der Einheit unten. Mit allem. Ja, also das ganze Ding. Der kann aber ja auch den Wind berechnen, dass du immer weißt, wie viel Wind weht wirklich und wie viel Wind habe ich jetzt an Bord, wenn das Boot schnell fährt. Ja, krass. Ah, Steffen, hilf mir noch mal. Zack, zack, zack. Und jetzt ist der fertig und so ist er auch gut. Aber Safety first, kann man hier noch einen halben Schlag hinter machen. Zack, so würde ich sagen, kann man hoch. Na dann. Our mast is 17 meters high and fortunately still has proper mast steps, as it is usual with old cruising boats. Secured with a kite surfing harness and equipped with a shopping bag, of course you don't normally climb up there. But as you can see, it works. Ich habe jetzt gegoogelt, wie man Teak sauber macht. Wir haben ja so ein paar richtig geile Wässerchen bei uns gefunden. Zum Beispiel Teak Cleaner. Und da macht man jetzt so einen ordentlichen Schluck drauf auf den Schwamm. Dann muss man aufpassen bei Teak, dass man nur eine ganz weiche Bürste nimmt. Weil wenn man eine harte Bürste nimmt, dann zieht man quasi die Fasern aus den Holzritzen raus. Mein Gott, da kommt was raus. So, zur Einstimmung auf Italien gibt es schon mal kleine italienische Polpette und dazu eine Tomatensoße. Habe ich natürlich, wie meine Oma das macht, in dem Öl von den Polpette gekocht. Außerdem muss noch unsere Niedergangstür hier repariert werden. Also die Motorklappe, weil da nämlich die Leiste unten immer abgebrochen ist. Aber das sieht hervorragend aus. Was für eine schöne kleine Bohrmaschine, die ihr euch da gekauft habt. Oh ja, ein wunderschönes Teil. Genau die richtige Größe, ordentlich Saft dran. Und das sogar Licht nach vorne. Lady Luck. Steffens Empfehlung. Ja, ich bin ganz schön gut. So, die geht dann gleich drauf auf den Motorraum. Dann haben wir noch vorhin leider herausgefunden, dass der Tank hier leckt. Aber nur, weil er einen Sprung hier in der Versorgungsluke vorne hat. Also Sprung in der Schüssel. Da ist leider
ein Riss in dem Deckel und den kann man auch nicht abmachen, weil das wahrscheinlich irgendjemand schon mal gemerkt hat und das Ding dann geklebt und versiegelt hat. Hat aber nicht viel gebracht. Naja, den müssen wir jetzt noch ein bisschen ablassen, damit der uns auch bei Krängung nicht überläuft. Und dann muss noch das ganze Chaos hier auf dem Tisch beseitigt werden. Dingeln ein bisschen. Und dann können wir los, oder? Wir können da los. Eigentlich muss das so sein. Immer auf dem letzten Drücker noch mal ein bisschen Endspurt und dann schön in die Nacht rein, gleich beim ersten Schlag. Also abgesehen von den Probeschlägen, das wird Spaß machen. And that's how it was. We sailed at some time after midnight out of the harbor and set the Janaker for the very first time right after sunrise. Wie dicht soll ich die holen? But about all this we'll tell you next time, or already now, on patreon.com. Rollen wir erstmal die Genua ein, ne? Nein, nein. Jetzt hinter der Genua. Jetzt hin zur Schot gehen. Ich ziehe jetzt den Sack hoch und du nimmst die Schot durch, die blaue. Okay. Die Schot vom Genaker.